Aua. Lass mich nur von der Nebelwand weg. Ich will doch nur mein Loot wieder haben. Ach, Alter. Alte Krawatte. Nein. Was soll ich denn da machen, ey? Mann, Junge. Mach doch wieder dein altes Pattern! Ja. Genau dieses Pattern möchte ich dauerhaft sehen, Fettklops. Das ist dein Pattern. Nein. Das ist nicht dein Pattern. Und das weißt du. Das weißt du ganz genau. Ey Junge, muss das jetzt sein? Mach doch mal dein altes Pattern. Hier, komm. Ich komm sogar her. Dummer Drecksack, ey. Jawohl. Genau das wollte ich von dir sehen. Genau das wollen die Ladies. Nicht das. Oh. Voll der Lady-Swagger, ey. Nur leider macht das falsch. Die Ladies. Dich wollen die Ladies sehen. Dich und niemand anderen. Aber leider bist du ein hässlicher Spacken, der dasselbe Pattern hat wie sein Vetter, der Magie-Dämon. Wir haben den Dämonenbeschleuniger. Wow, ich bin aber kein Magier. Was soll ich damit? Naja, wir haben es geschafft. Der Fettwanst ist besiegt und... ich bin dann fast tot. Hä? Wie lange nimmst du schon wieder auf? Jetzt habe ich 2,5 Stunden. Ich nehme eigentlich immer 3 Stunden auf. Das heißt, bis 22 Uhr ist mein Stream normalerweise. Damit ich auch was schaffe in der Session. 3 Stunden. Was? Ja? Ja?
Hä, der hätte den Ring droppen sollen. Hab ich ja vielleicht gekriegt, hab's noch nicht gemerkt. Nein. Ach so, ich dachte eigentlich wegen der Partcuts und dergleichen. Ich nehme durchgängig auf und am Ende schneide ich das dann im Schnittprogramm. Ihr wisst schon, dass ihr hässlich aussieht. Ihr wisst schon, dass ich jetzt erstmal ganz kurz... Es muss sein, ich muss einfach einmal verschwenden. Damit ich eine reelle Chance habe, okay? So. Genau, komm nun mal her. Komm her. Ach, ihr seid es. Ich dachte, ihr seid andere Gegner. Ihr seid ja die Lahmen. Ihr seid ja voll doof. Ich dachte, das sind Geister oder so. Aber nein, es sind tatsächlich die Steinfeuertypen. Ihr seid ziemlich lame. Und da sind ganz viele von euch. Herrgott. Muss ich mich jetzt echt mit euch abgeben? Sieht so aus. Soll ich eigentlich runter oder hoch? Das dürft ihr jetzt mal entscheiden. Egal, was Tobi sagt, ich mach's unabhängig davon. Wo soll ich denn hin? Tobi hat diesmal kein Mitspracherecht. Außer er sagt, dass ich dann definitiv sterbe, weil unterlevelt. Aber ansonsten überlasse ich's euch. Runter oder hoch? Ich glaube halt, wenn ich runtergehe, da wartet noch irgendwas auf mich. Nach unten. Ich habe so das Gefühl, da kommen die Geräusche her, Timo. Ah, hier ist ein Leuchtfeuer. Danke, Timo. Timo weiß es halt einfach. Und ich weiß sogar, wo wir sind. Aha. Das ist cool. Wieder mal Kondition. Ja, und jetzt brauche ich noch 15.000. 17.000, um genau zu sein. Hier bin ich wieder. Alles klar. Hä? Okay. Ich bin hier, glaube ich, auf der anderen Seite der Tür. Zumindest sieht mir das hier nicht vertraut aus. Das ist die andere Seite. Dann kann ich das ja jetzt aufmachen, oder? Ich dachte gerade, da steht was. Das war zum Glück nur Einbildung. Ja, Einbildung. Brauchst Menschlichkeit. Ich will noch lesen, was hier ist. Achtung, Boss. Keine Panik, ich gehe da gleich wieder hin. Aber wenn ich schon mal Menschlichkeit verbraucht habe, dann möchte ich mir auch einen NPC herbeibeschwören können. Ah, ein Item. Ein Item. Was ist es diesmal? Eine Seele von einem Ritter. Wow. Oh, das könnte eng werden. Das könnte eng werden. Aber nein, natürlich. Ohne Probleme. Das wird interessant. Dann machen wir gleich den nächsten Boss. Habe ich eigentlich kein Problem mit. Also machen wir uns menschlich. Heilig. So, und jetzt suchen wir uns einen lustigen Kollegen, der uns hilft. Und ich hoffe, er ist eine Hilfe und nicht irgendein unnötiger Fatzke, der gar nichts kann. Jo, da können wir ihn herbeibeschwören. Ist das nicht toll? Jetzt komme ich ins Spiel. Hier, guck mal, ein Ritter. Ritter Solaire. Ja klar, den kennen wir ja auch. Hallo Phantom. Ja, Valentin, falls du noch einen Charakter hast, ne, dann komm her. Dann schmeißet Spiel an und spiel mit. So, da ist er auch schon. Hallo Ritter Solaire, Alter. Geht's noch übertriebener? Oh, gerade erst aufgestanden.
Na, Valentin, das können wir gerne machen. Also gehen wir durch und gucken, was der Boss ist. Nee, oder? Ich hab ihn doch schon besiegt. Bitte nicht nochmal. Das Vieh, ich wusste es. Ich wusste, das Vieh ist ein Boss. Oh, ich habe 15 FPS. Der Kampf wird lustig, Leute. Der wird so lustig. Das wird kein Fist-Typ. Wohin sollen wir, Ritter? Ritter! Ritter? Ritter? Er lenkt ihn ab! Er lenkt ihn ab! Und ich glaube, der stirbt mir weg. Ah, hier geht's dann weiter. Ich heil dich mal, ne? Oh, der kann gar nicht geheilt werden. Irgendwie mache ich dem keinen Schaden. Oh. Gut abgelenkt. Lava. 1000-Fuß-Dämon. Ich schau mal, ob ich einen Pimmler in dem Gebiet habe. Der ist nett, guter Boss. Ich hab dem keinen Schaden gemacht. Zumindest keinen bedeutenden. Meine Seelen sind weg. Ja. Mal gucken. Irgendwas ist doch vorhin kaputt gegangen, dachte ich. Was ist denn vorhin kaputt gegangen? Rüstung? Keine Ahnung. Ich gucke ihn mir erst nochmal an. Das Problem ist halt die FPS, die gehen runter auf 15. Das ist unspielbar. Ich kann keine präzisen Sprünge machen, um über das Lava-Ding da zu kommen. Und generell sehe ich einfach alles. Ich sehe Bilder und dann sehe ich andere Bilder und dann bin ich weg, weil ich die Bilder nicht gesehen habe, die ich sehen sollte. Das war die Erklärung. Mhm. Jetzt können wir uns wenigstens die Cutscene sparen. Wo ist denn mein Zeug da hinten, ey? Oh, schade. Da kann ich aber kämpfen. Da muss ich hin. Da lässt sich gut kämpfen, glaube ich. Ich muss da definitiv hin. Das wird schwierig. Das wird präzise und schwierig. Ich bräuchte den scheiß Ring jetzt schon. Mann, wieso konnte der andere den nicht droppen? Das haben die Entwickler doch mit voller Absicht gemacht, dass man hier nochmal richtig schön auf die Fresse kriegt. Die Rede war doch von The Human Centipede. Ja. Eben, den Trailer davon habe ich gesehen. Und das Making-of vom zweiten. Das war übelst eklig. Da haben sie gezeigt, wie sie das Säuglingskind da, zerquetscht haben. Den Kopf von dem. Es war eine Puppe. Also, so schlimm war es dann doch nicht. Ich komme da nicht rüber. Oder muss ich in die Mitte? Ich glaube, ich muss in die Mitte. Klar, ich muss... Ja, klar, ich muss in die Mitte. Klar. Na klar. Also ab in die Mitte. Aber wenigstens muss ich keine Gegner besiegen bis dorthin. Aber das Problem ist die Lava. Die Lava. Da ist so viel Lava. Ich sehe gar nichts mehr außer Lava. Vor allem ab jetzt 15 FPS. Ah, jetzt gerade geht's, wenn ich die Wand angucke.
Ja, da komme ich doch auch nicht hin. Nee, ich... Okay, was... Was laberst du? Da muss ich echt da stehen bleiben? Das ist aber scheiße, ey. Ich bräuchte ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen. Sonst kann ich mich nicht rollen. Wobei, rollen ist ja eh scheiße, habe ich festgestellt. Bringt ja überhaupt nichts bei den Bossen. Die treffen einen trotzdem. Wir haben noch 20 Minuten. Jetzt bloß keinen Zeitdruck machen. Ich habe nur noch 20 Minuten, danach ist die Session vorbei. Das kriege ich hin. Kriege ich hin. Es darf halt nicht so ruckeln. Oh, das Spiel ist gnädig. Ich habe 18 FPS. Hallo. Er ist zu schnell. Ich brauche meinen Blitzspeer. Wow, mache ich ihm viel Schaden. Wow. Wo ist er? Da ist er. Gott sei Dank, da ist er ja. Wo ist er? Da. Da bist du, Faddy. Ich weiß nicht, wo die Lava ist. Aua, das war voll in den Rücken. Ist ja mal lustig. Wow. Du bist ja ein lustiger Boss. Ich sehe halt überhaupt nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Da zitiert er einfach Traumschiff Surprise. Ey, hör auf so Scheiße zu labern, Alter. Hör mal auf, Alter! Lass die Scheiße mal, okay? Hör auf zu labern! Zusammenreißen. Ich war sehr gut dabei. Also man kann diesen Boss, glaube ich, auch relativ easy besiegen, indem man sich unter ihn stellt. Und dann muss man halt einfach nur darauf achten, dass er einen nicht in die Lava schießt. Hätte ich ein bisschen mehr Platz, wäre der Boss schon tot. Hätte ich ein bisschen mehr Platz gehabt. Weil guckt mal, auf was für einer Fläche ich kämpfen muss. Guckt euch nochmal genau die Fläche an. Das ist die Fläche. Diese kleine Scheißfläche. Ich bin hässlich. Und du weißt es ganz genau. Weil du auch hässlich bist. Ich treffe ihn halt auch nicht. Aua. Wieso drehe ich mich eigentlich von ihm weg? Mit den Schlägen kriegt er mich eh nicht. Sag ich doch. Oh, voll ins Gesicht. Ich wollte doch nur trinken. Na gut. Komm doch her. Mach weiter so. Lass das bitte. Also sowas ist scheiße, weil ich habe dann keine Möglichkeit, ihn irgendwie anzugreifen. Ich muss seine Attacke blocken, weil wegrollen bringt nichts, da trifft er mich. Und in der Zeit, wo ich mich dann wieder erholt habe vom Blocken, greift er gleich nochmal mit derselben Attacke an und das macht er dauerhaft. So, was darfst du nicht? Hörst du? Okay, du musst mal herkommen. Und vor allem die Low FPS machen es echt nicht besser. Die machen es absolut nicht besser. Gib mir mein Zeug. Danke. War wieder irgendeine unnötige Scheiße, die ich eh nicht... Ja, nichts. Ich habe nichts gekriegt. Na komm, erspar's mir dies...
Erspar's mir diesmal. Jawohl, er kommt. Er kommt. Au. Komm näher, komm näher, komm näher. You seem to be very, genervt. Ich sehe halt, ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich schlag. Ich weiß nicht, was ich... Shit. Haha. Also der Boss war einfach. Wenn man ihn so macht und er nicht seine dauerhaft scheiß Attacke da macht, dann geht es.